Kannst du loslegen? Ja, also wir fangen mit, heute haben wir angefangen mit dem Trainingsauftakt, Kraftmessung für unseren Athletiktrainer Fons, der alle Spieler evaluieren wird, um dann die perfekten Athletiktraining zusammenzustellen bis zum Saisonstart. Morgen fangen wir mit unserem ersten Balltraining an. Der Trainingsblock geht ungefähr 4 Wochen, wird vermehrt Annahme sein und Angriff gegen Out-of-System-Situations, also hohe Bälle, mit dem Hintergrund, weil unsere Zuspieler noch nicht da sind. Und ich sehe das Annahme-Element natürlich als Hauptelement, um ein gutes, schnelles Spielaufbau zu realisieren. Danach haben wir ungefähr eine Pause von 8 Tagen, wo wir dann im September anfangen, nochmal 4 Wochen, wenn unsere beiden Zuspieler dazustoßen, der Schibo und der Matt West, perfekte Situationen zu trainieren, also nach guten Annahmen, nach guten Abwehrsituationen, um dann im Nongsi am Ende September das im Turnier umzusetzen. Danach machen wir wieder eine Pause von ungefähr einer Woche, um dann den letzten Trainingsblock vor Spielstart zu gehen, wo auch der Blair und der Rudi dazustoßen werden, weil die noch Nationalmannschaftsverpflichtungen haben. Die spielen ein Nozeka-Event, was gleichzusetzen ist mit der Europameisterschaft in Nordamerika, wo die gewinnen müssen, um sich für Olympia zu qualifizieren. Deshalb stoßen die erst dann dazu, wo wir dann wirklich mehr vermehrt 6 gegen 6 spielen, um den letzten Schliff reinzukriegen, bevor dann am 24. Oktober es hier zu Hause losgeht gegen Mitteldeutschland.